Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr besonders intensive Flecken, wie hier zum Beispiel Ketchupflecken aus Textilien entfernen könnt. Hierfür benötigt ihr weiße Zahnpasta, Salz, Flüssigseife und einen Behälter zum Umrühren und einen kleinen Löffel. Im ersten Schritt gebt ihr ein bisschen Flüssigseife und ein wenig Wasser in die Schale und rührt es um und bereitet ein kleines Schaumbad vor. Denn dieses braucht ihr nun zur Vorbehandlung. Nun nehmt ihr eure gewünschte Textilie oder die verschmutzte und taucht sie in das Schaumbad. Jetzt lasst ihr sie ungefähr 2 bis 3 Minuten einweichen. So, nun nehmt ihr die Textilie aus dem Wasser und fringt sie ein bisschen aus. Und nun kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Jetzt braucht ihr euer Salz und eure Zahnpasta. Als erstes gebt ihr ein wenig der Zahnpasta auf die Stelle und rührt es grob mit dem Finger auf die Fläche. So. Darauf gebt ihr nun eine Prise Salz und verreibt es nochmal auf der Fläche. Nach intensivem Einarbeiten wascht ihr den Stoff aus und dann seid ihr auch schon fertig. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.